Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Stessel für euch. Heute wieder von der Ellerbach im Privatumbau in der Version V2 hier am Hof Gneisel, unserem Realismus-Selbstversuch. Ja, und willkommen zur 236. Folge an einem wundervollen Montag, hoffe ich doch zumindest mal, im Final Countdown, muss man schon sagen. Ne? Es geht jetzt Schlag auf Schlag vollends. Wir haben jetzt noch, wenn ihr das Video seht, glaube ich, 2 Wochen noch ganz grob. Und dann geht es schon rein in den 25er. Ich freue mich. Dennoch ist hier noch nicht Schluss. Denn wir haben ja Geld gemacht. Und ihr seht, ich bin jetzt bereits im Frühjahr, im März. Und das Geld hat sich so ein bisschen abgenommen. Und das hat auch seinen Grund, denn einerseits haben wir ja in neue Schrebergärten investiert und ebenso bin ich auf den Vorschlag von euch eingegangen. Und zwar habe ich nämlich einen geschrieben, Yogi, wie wäre es denn noch zusätzlich ein paar Hühner? Und ich wollte nicht nur einfach so ein hundsgewöhnlicher Hühnerverschlag hinpacken, sondern wir sind ja hier mittlerweile ja schon eine ordentliche Größe, wo man sagen muss, wir haben hier ein Imperium. Ne? Wir haben eine BGA mittlerweile, wir haben unseren Milchproduktionsstall, wir haben unseren Kälberstall, wir haben hier drüben unsere Bullenzucht und so weiter und so fort. Wir haben hier drin mittlerweile unseren Hofladen, wir haben hier noch einen Schrebergarten. Also es ist doch schon ein bisschen was dazukommen, wo wir aber noch nicht die Weltherrschaft an uns gerissen haben. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben hier hinten eine Nummer größer gebaut. Das Gebäude stand da natürlich früher und wir haben das jetzt übernommen und werden das über die Zeit bewirtschaften. Einerseits habe ich hier vollends fertig gemacht, ich habe hier einen kleinen Zaun hinzugenommen an der Stelle. Wir haben Erdbeeren, Salat und Tomaten jeweils auf 2. Ich weiß nicht mehr genau, wie diese Schläuche die hier heißen, dazu genommen. Ich habe hier vorne mal soweit fertig gemacht. Ich habe auch hier drin noch mal so ein bisschen gemalt, dass das Ganze so ein bisschen authentischer wirkt. Die Zufahrt wäre dann hier drüben. Das wird auf jeden Fall spannend, wenn wir hier mit einem Trailer rückwärts irgendwie reinstechen müssen. Im schlimmsten Fall können wir vielleicht hier einmal runterfahren und dann rückwärts zurücksetzen, dass wir uns dann wieder hier positionieren zum Aufladen und oder wir machen das irgendwie von da drüben. Gucken wir mal. Dann habe ich mir hier einen Hühnerstall platziert. Und zwar, das ist vom Hector. Ein Stall findet im Mod-Hub. Allerdings habe ich den farblich ein bisschen angepasst. Einerseits habe ich natürlich die Türen passend zu unserem unseren Stallungen angepasst, dass wir da auf jeden Fall identisch sind. Und ich habe hier ein rotes Dach drauf gemacht, dass es annähernd zu dem passt. Ne? Wir haben zwar verschiedene Rotdächer, aber es ist halt von der Sonne ausbleucht, ne? Über die Jahre. Ein weiser Mann, und Grüße gehen raus an den Alex, der hat mir mal gesagt, kannst alles machen, du musst das ja bloß zurechtlegen. Und so sieht es aus. Ich habe mal ein paar Hühner mit reingenommen. Da werden wir gleich noch was dazu packen. Ich finde es eigentlich ganz cool mit diesem Freilauf dazu. Machen wir mal hier noch ganz kurz auf. Und dann können wir nämlich hier auf jeden Fall mal... ich würde sagen, wir gehen da gleich ins Ganze. Wir nehmen mal 5 von den Hähnen. Ich glaube, ich habe hier auch nur 10. Und dann machen wir hier mal 20. Die kostet ja nichts, ne? Das ist ja... Na, da haben wir ja Platz. Alles hier so ein bisschen urig, aber eingezäunt. Ne? Der Stall kommt ohne Zaun, den könnt ihr dann noch selber platzieren. Mir war jetzt nicht genau bewusst, wie weit die Nav-Mesh hier rausreicht. Das sehe ich in-game allerdings nicht. Heißt, wenn da mal hier draußen eins rumläuft, ey, dann ist es halt über den Zaun gesprungen, habe ich schon öfters gesehen. Und tüdel dann halt hier rum. Das mal so an der Stelle. Wir gehen nochmal ganz kurz durch, denn wir haben hier hinten, und das ist nämlich der Vorteil an dem Ganzen, ich glaube, hier drin spawnen dann die Eier. Somit haben wir das alles auf der identischen Seite wie hier, wo gespawnt wird. Und wir haben hier
Ah, guck mal, da ist ein bisschen Gras drin. Hier haben wir nämlich den Kornspeicher, nennen wir es einfach mal so. Pflanzen. Ich wähle irgendeine Pflanze an. Mache die ein bisschen größer, dass ich da so ein bisschen reinkomme, hoffe ich mal. So, jetzt sind wir zumindest schon mal weg. Dann können wir hier nochmal mit dem Gras ein bisschen drüber. Das machen wir gleich hier auch so reinkommen. So, the gates. So. Pflanzen. Dann nehmen wir die ersten. Das waren die etwas größeren. So. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich mache es mal ganz vorsichtig so, wenn wir hier drin was sehen, müssen wir es rausnehmen, aber das sieht soweit ganz gut aus. Ich sehe hinten so ein bisschen Gras. So, fertig. Fertig ist die Laube. Gut, das ist mal Schritt 1. Um die Hühner kümmern wir uns nämlich jetzt gleich mal im ersten Schritt. Eiweißfutter, Energiefutter, das ist ja wieder ein Ding, glaube ich. Aus Mais Plus. Ne? Mais Plus, okay. Lass uns mal schauen. Wir haben hier, gehe ich mal davon aus, auf jeden Fall Big Bags drin. Schaffutter, Heupellets, Kraftfutter, Schweinefutter, Getreide, Schrot. Das könnte mit Sicherheit für die Hühner. Hühnerfutter. Hier jetzt noch spezielles Hühnerfutter. Dann machen wir doch das Ganze so, dass wir uns Hühnerfutter holen in Big Bag Form. Und zwar Hühnerfutter. Wie viel sind da drin? 1000 Liter. Ich würde sagen, wir nehmen mal 4 Stück. So, und dann gehen wir mal zum Händler und fangen das Ganze an. Zusätzlich fangen wir dann auch hier im Frühjahr an, mal mit Wasser zu hantieren. Ja, die brauchen nur Wasser, einwandfrei. Also ich finde, im Gesamtkonstrukt passt das doch, glaube ich, ganz gut hierher. Das ist nochmal so eine schöne Erweiterung. Sollen wir da gleich irgendwie so machen? Ich würde gleich mal so ein Bild machen, dass wir unser Imperium mal auf Bild festhalten. So, gut, dann habe ich auf jeden Fall noch ein paar Pläne, wo ich mit euch durchgehen möchte. Wir wollen hier auf jeden Fall noch verkaufen. Das ist definitiv auch noch so eine Geschichte, was wir tun müssen. Wir haben jede Menge Mist. Als gäbe es kein Morgen nicht. Und dann haben wir auch hier noch das Thema, ne? So, wir können aber mal anfangen. Ich glaube, mit Füttern können wir hier ebenfalls anfangen. Machen wir mal ganz kurz hier an. Ich will nämlich die leer machen und dann würde ich sagen, gehen wir mit dem los. Versuch wäre nämlich... Ah, nee. Ich glaube, da komme ich niemals hinten rein. Wisst ihr, was ich meine? Hühnertrigger, Hühnerfutter, Lager. Und da mit dem Drehschemel, wir müssten da rein und rückwärts hindrehen. Boah, das wird wieder eine Challenge. Naja, machen wir mal Challenge accepted, würde ich sagen. Im Notfall behelfen wir uns. Fahren wir mal zum Händler runter. Apropos Händler, an der Stelle, ich würde es ganz cool finden, wenn Giants im neuen LS auch noch eine Unterteilung macht, wo man sagt, pass auf, bei diesem hole ich nur meine Fahrzeuge beim Maschinenhandel und beim Agrarhandel hole ich zum Beispiel jetzt das Hühnerfutter ab, dass du da wirklich nochmal das Ganze splitten könntest. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine ganz coole Idee, weil wie oft gehst du zum Maschinenring und kaufst da dein Hühnerfutter? Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Also, falls da was kommt, cool. Ansonsten würde ich mir von einem ganz ausgefuchsten Skripter das vielleicht wünschen, dass das machbar wäre. Ist na klar auch eine feine Sache dann für mich als Mapper. So, da sind wir zum ersten Mal mit dem unterwegs, ne? Außerhalb vom Hof, ich glaube mit dem 500er war ich so noch gar nicht unterwegs. So, ich hoffe, wir haben hier einen Gabelstapler noch stehen. Wir haben es uns in letzter Zeit immer liefern lassen, ne? Da waren wir ein wenig faul. So,
Das sind unsere Maschinen, die wir bis dato immer verwendet haben. Die haben wir immer noch nicht wegbekommen. Das hier waren alles die falschen. Wir haben schon einiges mitgemacht, würde ich einfach mal behaupten. So, zweite Ebene. Dann können wir nämlich hier auch wunderbar das Ganze betätigen. So, die Frage ist, na klar, ich komme mit dem, glaube ich, gar nicht so hoch. Ja, obwohl. Ja, es geht. Da ist der Schwab wieder immer durchkommen. So, lass mal schauen. Mal gucken, ob wir hier nach oben kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst irgendwie eine... Ne, da komme ich niemals hoch, ne? Eine Rampe wäre hier nicht verkehrt. Haben wir eine Rampe hier drin? Irgendwie im Baumenü als Dekoration oder so? Warte mal, ich glaube, wenn, dann ist es unter Tools drin, ne? Mich dünkt's, wir haben hier keine Geschichte drin. Dekoration. Doch, guck mal, da haben wir doch eine. Ja, nice. Das ist ja richtig nice von der Niceigkeit her. Und damit ich die nicht bezahlen muss, weil die gehört ja am Maschinenring, wechseln wir ganz kurz den Maschinenring. Und dann gehen wir unter Dekoration nochmal rein. Hier haben wir eine kleine Rampe. Und dann würde ich aber sagen, dass wir die irgendwo vielleicht hierhin platzieren, dass wir das Ganze so richtig idealerweise aufladen können. So. So. Dass wir nicht ganz so viel Probleme kriegen mit dem Drehschemel. Ja, es, ich komme besser damit zurecht mit dem Drehschemel, aber dass ich da jetzt wirklich die überheftige Challenge draus machen muss, muss dann auch wieder nicht sein, ne? So, dann lassen wir den mal ganz kurz hier stehen. Es wäre na klar cool gewesen, wenn wir mit dem Überladerohr in den Trigger reinkämen. Allerdings von der Ausrichtung her passt es dann natürlich nicht mehr. Aber mich dünkt, wir können das Ganze hier so einladen. Ich glaube, wir müssten noch am Muckersäckele näher ran, ne? Sieht doch gar nicht so verkehrt aus. So kann doch mal ein Montag beginnen. Einwandfrei. So, wenn man jetzt hier dazwischen kariert, dann haben wir den Montag wieder. Eieiei, ein wenig steil die Geschichte. Platzieren wir uns lieber mal sicher. Gewicht nach vorne verlagern. So. Jetzt muss man dann klar gucken, dass wir hier nicht so, Dalle, guck, ne? Macht er da beide oder was tut es? Ja. Sehr schön. Nicht ideal, aber okay. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich so, und deswegen habe ich auch das Intro immer noch von der ersten Folge sozusagen, dass wir einfach sehen, wo kommen wir überhaupt her, ne? Welche Entwicklung hat unser Spielstand hier über die Zeit genommen, jetzt von 200, was haben wir gesagt, 36 Folgen, also es ist fast ein komplettes Jahr hier auf der Ellerbach, das musst du ja auch erstmal schaffen, so lange auf einer Karte zu spielen, ist auf jeden Fall für mich ein Indiz von einer sehr guten Karte.
plus gepaart natürlich mit euch, dass ihr da Bock habt und dranbleibt, ne, mit mir zusammen. Wenn ich hier nur für mich spiele, dann wäre das Thema bestimmt schon längst ad acta gelegt worden. So. Dann gehen wir da das Ganze nochmal an. So, gut Freunde, ich mache das soweit vollends fertig und dann können wir beim nächsten Mal uns um unsere Viehers kümmern. In dem Fall wünsche ich euch eine saugute Woche. Lasst gerne ein Like da auf das Video und ein Abo. Das tut Ui wie immer nichts und dann sehen wir uns morgen wieder mit einer neuen Folge. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.